So, und damit auch an dich auf YouTube einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, oder guten Abend, guten Tag oder wie auch immer, wann du das Video auch immer guckst. Ja, willkommen zur Let's Play Live Show zum, ja, Live-LP, Life is Strange. Ich habe gerade den Stream gestartet, wir sind gerade so ein bisschen am Quatschen. Ja, falscher Smiley, wusste ich doch. Ja, und zwar für dich auf YouTube, falls du jetzt denkst, nee, warte mal, wenn die Folge erscheint, müsste ich es vielleicht mittlerweile geschafft haben, Episode 4 rauszuhauen. Weil ich habe eine Möglichkeit gefunden, Episode 4 von Twitch runterzuladen, den Stream. Also den müsstest du mittlerweile gesehen haben. Ich hoffe es natürlich. Ganz fest die Daumen drücken. Assassin's Creed Syndicate ist auch Hammer. Ja, hast du ja schon bekommen. Hab ich schon gelesen, Klankasper. Glückwunsch erstmal dazu und ja, ich bin so ein bisschen, also ich bin kein großer Assassin's Creed-Fan, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also ich schwanke mal ein bisschen. Ich hatte ja, ihr wisst ja selber, falls ihr YouTube ja gesehen habt, ich habe Assassin's Creed Black Flag damals als Let's Play angefangen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber dann nachher irgendwie so und dann wiederum nicht. Und na, es war ein cooles Setting, das Black Flag. Klar, viele sagen Assassin's Creed mit Black Flag war nicht Assassin's Creed und will ich mich auch gar nicht drum rumquatschen oder so, sondern es ist ein tolles Spiel, muss ich sagen. Und ich bin echt am überlegen, ob ich mir vielleicht doch Syndicate hole, weil es sieht echt geil aus mit diesem neuen Setting. Ist schon sehr interessant, also spricht mich sehr an. Hallo Niki und willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, Mittwoch 14 Uhr habe ich es bekommen. Ja, nächste Woche eventuell wird es bei mir schon, wenn es gut geht, werde ich wahrscheinlich hier bei meinem Postboten oder bei meinem Paketboten, der wird wahrscheinlich bei mir Call of Duty Black Ops 3 ins Haus flattern. Und ich freue mich riesig auf den Zombie-Modus. Ich bin ein großer Call of Duty Black Ops Zombie-Modus-Fan. Und deswegen, das wird dann wahrscheinlich auch im Stream dann mal gezeigt. Dürft euch schon mal darauf freuen, wem das interessiert, weil alleine, ich habe Black Ops 1, habe ich Story gespielt und Zombie-Modus. Black Ops 2 habe ich nur Zombie-Modus gespielt. Alleine diese Sprüche von den Charakteren, die nehmen ja immer so Schauspieler, so richtige Schauspieler dafür und die Sprüche sind einfach grandios. Also das werdet ihr selber noch erfahren. Ansonsten schaut euch irgendwelche Let's Plays vom Zombie-Modus an in Deutsch und ihr werdet sehen, das ist einfach Hammer. Black Flag war nicht so gut. Syndicate ist viel besser. Black Flag fand ich sehr geil, weil ich mag so ein bisschen dieses Piraten-Setting, muss ich sagen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Pirates of the Caribbean, muss ich sagen. Also hier mit wie heißt er denn noch, der Schauspieler? Ich komme nicht drauf. Ihr wisst es wahrscheinlich besser. Wie heißt er denn nochmal? Verdammt. Wie heißt er denn nochmal? Johnny Depp, glaube ich, war es gewesen. Ich meine, Johnny Depp war es, oder? Ich glaube, ja. Weil die Filme habe ich sehr gerne geguckt. Also fand ich sehr geil. Soll ja angeblich noch ein Teil kommen. Ich weiß ich nicht. Genau, Johnny Depp war es. Genau, Looper weiß es. Siehste? Genau, Johnny Depp. Ah, oh, sehr geil. Und deswegen kam mir das so ein bisschen gelegen mit diesem... Ich bin echt am überlegen, ob es eventuell... Vielleicht kommt ja irgendwann Black Flag als Plus-Spiel. Und dann werde ich definitiv das Let's Play weiterführen. Vielleicht auch als Live-Let's Play, weiß ich noch nicht. Falls ihr da Lust drauf habt, lasse ich euch entscheiden. Heute ist auf jeden Fall pickepacke voll alles hier im Stream. Ihr dürft euch freuen auf Life is Strange, die letzte Episode. Wie gesagt, werden wir wahrscheinlich nicht ganz schaffen, aber bis 22 Uhr wird es ja dann wieder gehen. Und nach 22 Uhr gibt es was ganz Besonderes. Lasst euch überraschen. Und wer es schon weiß, ich weiß, dass jemand da, vielleicht ist sie schon da, vielleicht sind einige schon da. Es gibt Leute bei mir im Umfeld, die wissen schon, was es heute Abend gibt ab 22 Uhr. Bitte jetzt nicht verraten. Bitte, tut mir den Gefallen. Weil ich möchte doch liebend gerne die Leute überraschen, die es vielleicht nicht wissen. Ja? Ich sag nur so viel, es gibt ein Wiedersehen. Sagen wir mal nur so viel. Ich bin mal gespannt, wie du die letzte Episode findest. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ich denke mal, es wird sehr emotional. Ich habe bei der letzten Episode schon, kam mir schon so ein bisschen Pipi in den Augen. Flut der Karibik mag ich auch, ja. Großartig, großartig. Flut der Karibik. Black Ops 1 für PlayStation 3 habe ich noch hier liegen. Geil, geil. Ja, meine PlayStation 3 ist ja im familiären Umfeld. Muss ich ja dazu sagen. Besitzt ja meine Familie momentan. So für Filme und so für zwischendurch ein bisschen was spielen.
Black Ops 3 Zombie, würde ich gerne mitmachen. Ja, natürlich, Lupa, können wir gerne machen. Klar, sicher, immer wieder gerne. Ich habe ja erfahren, dass Black Ops 3 sogar ein Black Ops 3 Zombie-Modus soll sogar ein Level-System besitzen. Finde ich sehr cool. Und ich hatte ja die Beta gespielt. Ich hatte es, glaube ich. Hatte ich es gestreamt gehabt? Weiß ich gar nicht. Hatte ich die Beta gestreamt von Black Ops? Ich glaube, durfte man gar nicht. Oder hatte ich es? Weiß ich gar nicht mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ja. War ich sehr überrascht. Ich bin ja kein großartiger Battlefield-Spieler. Irgendwann fing einer an, ja. Obwohl, da muss ich eigentlich anderweitig ausholen. Ich hatte mal damals, wie ich noch in Gelsenkirchen gewohnt habe, ihr wisst ja mittlerweile, wohne ich am Bottrop, wie ich noch in Gelsenkirchen gewohnt habe, hatte ich einen Friseur, der auch selber gezockt hat. Und der hat mich dann irgendwann angeregt, mal Battlefield zu spielen. Der hat dann Battlefield 1 und 2 gespielt auf dem PC. Ich hatte dann auch mal Battlefield 2 auf dem PC gespielt, da hatte ich noch einen PC gehabt. Und dann habe ich irgendwann Battlefield 3 auf der PlayStation 3 gespielt. War ein cooles Game, hat mir sehr gut gefallen. Aber ich bin eigentlich ein Call of Duty Spieler, weil ich mit Call of Duty angefangen habe. Ich fand Call of Duty 2 immer noch den besten Teil. Und jetzt nicht, wer jetzt denkt, Modern Warfare, nein, sondern wirklich der zweite Teil von den allerersten Call of Duties, ne? Gibt nichts Besseres. Und dann habe ich irgendwann, ich habe Ghost gar nicht gespielt, Modern Warfare nur ganz kurz. Und seitdem war Call of Duty bei mir ganz weg, nur noch Battlefield. Aber ich wurde da nicht so richtig mit warm mit. Und jetzt Black Ops 3 fühlt sich echt wieder an wie Call of Duty. Deswegen werde ich es dann wahrscheinlich auch wieder spielen und streamen. Das stoppt ein, weil ich keine PlayStation 3 mehr habe. Ach so, Klanker. Ach so, okay. Na, da wird sich doch schon jemand finden dafür. Wir gucken dann zu. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Juhu, Überraschung, Freu. Hast du eine PlayStation 3? Ja, meine PlayStation 3, wie gesagt, ist momentan im familiären Umfeld. Quasi 5 Minuten von mir. Da liegt meine PlayStation 3, meine Alte. Die ist da in Benutzung, was Filme angeht und ein bisschen zwischendurch mal spielen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Was wollte ich gesagt haben? Ich habe es schon wieder vergessen. Irgendwas wollte ich noch erzählt haben. Ja, damit erstmal herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Wir haben jetzt 8 Uhr. Schön, dass ihr alle da seid. Irgendwas wollte ich gesagt haben. Ich weiß gar nicht mehr was. Irgendwas wollte ich erzählen. Ich bin schon wieder so viel am Erzählen. Irgendwas war gewesen. Irgendwie war ich im Flow. Hoppala. Ihr seht, ich habe schon wieder 2 Mikrofone. Also Aufnahme, ne? Ich bin schon wieder so im Flow gewesen, dass ich schon wieder die Hälfte vergessen habe. Büros zusammen. Ja, Büros. Mach ja keine Schleichwerbung hier. Ihr seht, ich bin ein bisschen umgestiegen. Kann man überhaupt nicht erkennen, was für eine Dose das ist. Überhaupt nicht. Ich bin ein bisschen umgestiegen. Ja, weil ich mich doch ein bisschen... Ich möchte mich ein bisschen von dem Ganzen distanzieren, von dem ganzen Wasser aus der braunen Flasche, weil das kommt meiner Meinung nach... Ich weiß ja nicht, wie ich sie empfindet. Nicht so gut an, wenn man irgendwann mal anfängt zu lallen im Stream. Ach, jetzt weiß ich, was ich ansprechen wollte. Und das kommt nicht gut. Deswegen so ein Kleinkasper weiß, was es ist. Ich glaube, die anderen wissen es auch. Nein. Ich muss mich. Ja, das ist sehr lecker. Es gab übrigens bei uns momentan eine Aktion bei dem großen Lebensmitteldiscounter. Möchte ich jetzt nicht nennen. Hat 4 Buchstaben. Gab es eine Aktion, da gab es diese Dosen für 1 Euro. Da habe ich mich erstmal vorratsmäßig eingedeckt. Ja, muss man, also nicht jeden schmeckt es, ist klar. Ich mag auch übrigens dieses blaue Red Bull. Dieses klein, ach, jetzt habe ich schon einen Namen genannt. Okay, dann nehme ich noch Monster Energy und Rockstar und wie sie alle heißen, die ganzen Energy Drinks. Diese blaue mit den Heidelbeer oder was das ist, diese Dosen von Air Bull trinke ich sehr gerne, diese kleinen blauen. Die sind sehr lecker. Ne? Für 1 Euro. Und es gab sogar von. Es gab Baguettes, Bistro-Baguettes von einer Name, die ich jetzt nicht nennen möchte, auch für 1 Euro. Im Doppelpack. Habe ich mich auch eingedeckt im Übrigen. Ich ernähre mich momentan nur noch von hier und von Baguettes. Dann wisst ihr so ungefähr, worum es geht. Nein, was wollte ich sagen? Letzter Stream. Ihr seht ja. Folge, unten steht's, Folge 178 heute. Folge 77 hat der liebe Bananenbrot ja übernommen, der liebe René. War bei mir auch bei mit Black Ops 3
gab es bei uns gar nicht Doppelboost. Bei uns gab es nur die normalen Dosen. Ich schäme mich etwas dafür. Ich habe ja eine Dose, habe ich ja für Doppelboost für Zombie. Verdammt. Jetzt habe ich Hunger, als die Zeit des Essen kommt. Ihr habt schon wieder Essen bestellt, ihr Lümmels. Mein Gott, ich muss auch mal wieder Essen bestellen. Was wollte ich sagen? Genau, letzter Stream. Folge 177 hat der liebe Herr Manamrot übernommen für mich. Da muss ich mich ein klein wenig, muss ich mich dafür entschuldigen. Weil, ich sag mal, der Anfangsstream ist gut verlaufen. So mit The Crew, für die Leute, die reingeguckt haben, ist es wirklich gut verlaufen. Aber, ja, danach ist es so ein bisschen so... Ja, ich weiß nicht. Er ist, Banane hat ja... Herr Bananenbrot hat ja irgendwann Outlast gestreamt. Es war echt super. Er hat so viel Zuschauer wie schon lange nicht mehr gehabt. Und dann irgendwann hat er gesagt... Ich mach's Feierabend. Ende! Ende! Ne? Genau. Eine Dose 15 Minuten. Zwei Dosen 30 Minuten weiter. Ja, genau. Und dann fing er noch an zu diskutieren und fing noch an zu lallen auch noch im Stream. Habe ich zumindest gehört, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Auf jeden Fall war das nicht sehr anständig und nicht sehr korrekt und ich fand es nicht schön. Und dann noch auch noch den lieben Renininchen zu beleidigen oder beziehungsweise zu sagen, gehen wir jetzt nicht auf den Ranz oder keine Ahnung, was er gesagt hat, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas und das war nicht so... Banane, guten Job gemacht. Outlast waren wir schon weg und K.O. Ja, wie gesagt, das war ja auch bei Outlast. Ne? Davor war es alles supi, aber danach war es echt, vor allem auch das noch im Stream sozusagen. Das war so, weil da war ich ja nachher dabei. Dafür muss ich mich selber persönlich entschuldigen. Also, für die Leute, die jetzt beim letzten Mal auch irgendwie gedacht haben, vielleicht, dass ich weg bin. Ja, dass ich vielleicht keine Let's Play Live schon mehr mache. Nein, um Gottes Willen, nein. Das wird es weitergeben. Ich bin echt gespannt, was ich auch bei Folge 200 bin. Ich bin momentan so ein bisschen innerlich zerfressen, was ich bei Folge 200 mache. Weiß ich noch nicht. Lasst euch überraschen, ich lasse mir schon definitiv was einfallen. Eins wollte ich noch ansprechen, eure Gewinnspiele. Viele warten ja noch auf ihre Gewinnspiele. Es gibt einmal Dragon Age, das T-Shirt hat, glaube ich, Klangkasper gewonnen. Dragon Age war jemand, dann war, glaube ich, Lexian hatte, glaube ich, das Buch gewonnen. Das liegt alles noch hier. Ich hatte heute übrigens ein Bewerbungsgespräch. Ich mach das ja nicht hauptberuflich. Ich hab mir einen Job gesucht. Ja? Ich habe ein Bewerbungsgespräch und das ist so verlaufen. Ich fange nächste Woche, Mittwoch, fange ich an Probearbeiten, 5 Tage und danach werde ich wahrscheinlich eingestellt, unbefristet. Und wenn es alles gut geht, dann werde ich dann die Sachen auch rausschicken. Ja? Und, Flex is back, besser denn je. Genau, dein Buch. Ich weiß es, ich habe das alles in meinem Kopf, alles gespeichert, alles Adressen, alles auf. Bin ja so ein ordentlicher Mensch, ich schreibe mir das alles auf. Consumer Central, hallo, ich hoffe, dir geht's gut. Du bist ja immer noch im Krankenhaus, ich hoffe, dir geht's ganz gut. Ne? Nein, wie gesagt, hallo Centuri, ich grüße dich. Nein, wie gesagt, die gehen raus, definitiv. Also, die kommen nicht weg. Also, ihr, ne, Franzi. Psst, was ab 22 Uhr kommt, Franzi. Psst, du weißt, du bist jemand, der es weiß. Psst, ne? Genau, Klangkasper sein T-Shirt. Wollte ich nur gesagt haben. Die Sachen gehen noch raus. Ihr müsst mir ein bisschen Zeit geben. Ich momentan ist echt so, was... Habe ich gerade nicht hier. Ich wollte meine Geldbörse zeigen. So, weißt du, im Moment ist gerade so ein bisschen mau, was das angeht. Ne, müsst ihr ein bisschen verstehen. Unter Daumen drücken geholfen? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe so gut es geht... Ich habe eigentlich den Job... Ne? So. Hallo Freunde der gefliegten Unterhaltung. Hallo Schnoggi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Mein Gott, wir sind schon 14 Minuten am Quasseln. Oder ja, in 21 Minuten kommt ich aber auch von der Aufnahme her 14 Minuten. Und nur am Quasseln und nicht am Spielen. ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine... Ich muss... Das ist unfassbar. Ich muss, glaube ich, doch nochmal eben auf die Toilette. Das ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, ich muss nochmal eben auf die Toilette. Und dann würde ich sagen, legen wir los, fangen wir an zu spielen und dann geht's endlich los. Ja, machen wir das so. Ich muss auf Toilette, das ist unfassbar. Machen wir eine kurze Werbung. Wie wär's denn mal wieder? Wir machen mal wieder,
Hey Konsumer, kleiner Affe, was geht? Wie geht's? Prost, genau. Prost, Lexian. Prost, Prost an alle. Wie wäre es, wenn wir in der Werbung oder beziehungsweise in der Pause bisschen Werbung einspielen, ein bisschen Musik? Ich habe da so eine passende Musik, die werde ich jetzt ein bisschen einspielen. Und währenddessen wartet ihr eben, ich gehe mal ganz husch auf die Toilette und dann bin ich gleich wieder für euch da. Also bis gleich. Da bin ich schon wieder. Ja. Nur dann ganz kurz, ich musste ganz dringend irgendwie, keine Ahnung, ganz komisch und ganz merkwürdig. So, jetzt also. Hab ich was verpasst? Ja, Prost, was? Fahrstuhlmusik, ja, freue mich aufs Spiel. Ich werde es nochmal durchspielen, fand's so gut. Affe? Dann isst du das kleine. Was? Dann bist du das kleine Äffchen. Liegt noch im KH, genau. Alles Gute, Konsumer übrigens, auch von mir. Geh mal frei! Ja, natürlich, geh mal frei, selbstverständlich. Alles andere wäre Unfug. So, fangen wir an mit Life is Strange. Wir erinnern uns. Wir haben rausgefunden, dass dieser Mr. Jefferson. Ja, doch. Nicht der ist, für den er sich ausgibt. Und, wir werden natürlich weiterspielen und schauen, was in der letzten Episode passiert ist. Und werden jetzt in der letzten Episode weiterspielen. Wir haben immer gedacht, es wäre dieser Stiefvater. Das. Previously on Life is Strange. What did you find? Rachel in the dark room. Over and over. That's it. We can't trust anybody except each other. You know more about her than me. No, you and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Oh, look, the Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. He wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Ugh. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh God, Max, look. She's still there. Oh, no. Chloe. How? What the fuck? Ja.
Square Enix? Entertainment. Life is Strange, Episode 5. Ich glaube, da wären wir schon. Und ja. Rachel Amber haben wir herausgefunden. Sie verschwunden ist durch Mr. Jefferson. Puh, Alter, das geht sofort in die Vollen in Episode 5. Ja, und wir haben Chloe verloren durch einen Kopfschuss in der letzten Episode, ihr erinnert euch. Und wir sind jetzt hier mit einer Spritze betäubt worden. Puh. Das wird wohl nichts mit Stream gucken heute. Warum? Was denn? Ja, und der Mr. Jefferson hat uns anscheinend hier an den Stuhl gefesselt. Der kleine Pedobär. Pedobär Jefferson. Franz, erstmal, was meine Antworten gelesen? So, ich schau mal, was ich machen kann. Oh mein Gott, wir sind immer noch betäubt. Kann mich ein wenig umgucken. Chloe? Verdammt. What? Where? It's a dark room. Verdammt, wir müssen hier weg. Wir müssen hier definitiv weg. Is anybody out there? Please help! So, was haben wir denn da? Okay, die Fesseln. Dann haben wir die Fesseln am Fuß. Was haben wir da hinten? Look, da können wir uns was anschauen. Great. I can see all my things, but I can't grab it. Okay, da sind alle unsere Sachen, aber wir können sie nicht anfassen. Was haben wir da hinten? Telefon. Of course. And right in front of me. Das Telefon ist direkt vorne auf dem Tisch, aber wir können da nicht hin. God. I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on kids. Echt schade, dass es nicht auf Deutsch ist. Ich versuche natürlich so gut es geht. Mein Englisch ist auch kann. Ihr wisst ja, mein Englisch ist nicht wirklich gut. Ne? Mein Deutsch ist nicht besser. Zu übersetzen. Oh shit, that's me. He took that shot last night. Okay, das ist ein Foto von uns von der letzten Nacht. Hat er es wahrscheinlich aufgenommen. If I could move it towards me. So, dann schauen wir mal, was können wir irgendwas machen? Ich sehe das so schlecht, weil es so weiß ist. Help! Verdammt. Somebody help me! These straps are hurt. Bisschen Popo wackeln, genau. Verdammt, was können wir denn noch tun? Das hatten wir da schon. Ah ja, wunderbar. Sehr schön. Finally, I'm free. Almost. Lass uns mal gucken, dass wir vielleicht den Trolley irgendwie hier bewegen. Dass wir hier rauskommen. Aus der Falle. I hate looking at myself like that. You'll pay for this, Jefferson. Du wirst dafür bezahlen, Mr. Jefferson, für dieses schreckliche Foto. I promise I would never go back in time like this again. Hallo Chiller Killer, ich grüße dich. But this is the only way.
Willkommen zur Let's Play Live Show. Das ist der einzige Weg hier raus. Also müssen wir es tun. This angle highlights your purity, see? The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Oh, Christ. Look at that perfect face. Ich gehe nie wieder zum Fotografen. Alles Pedos. Das wird wieder Konsumer. Oh, Max! You fucked up my shot! But please don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who... He's always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Don't move! Oh. Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows. And an eye for a whole lot more. As his elite family will find out. Along with Arcadia Bay. Nice. Oh, good. Oh, those eyes. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. And you fell right into my hands. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe, right. Yeah, I'm sorry that I killed... that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history, like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Der kleine Pedobär, ey. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. No. Now don't move or this will hurt much. Oh. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my number one rule. Always take a shot. Ich glaube nicht, dass wir es heute durchspielen werden, Schiller Killer. Ich denke, dass wir morgen weiterspielen werden. Also nach 22 Uhr. Morgen dann ab 20 Uhr dann wieder. Also nach 20 Uhr gibt es ja was anderes. Und dieser kleine Pedobär, dieser kleine miese Strecher, wenn ich das mal so sagen darf. Alter Schwede. Oh, Jesus. I can't believe that happened. So
so sick. PewDiePie hat es in 2 Stunden durch, also das Spiel ist dann in 1 Stunde. Ja, natürlich. Der ist wahrscheinlich nur durchgerannt, hat sich gar nicht alles angeguckt. So, was haben wir denn da? So, Foto haben wir schon gesehen. Oh, that picture isn't going to help. And I can't go through all that again. Was haben wir da? Wait. Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. So. Whoa. I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. I'd really like to smash that fancy camera into Jefferson's face. Okay. So, was haben wir da? Okay. I broke those vials when I kicked the trolley. Mhm. So, dann müssen wir das Foto wieder fokussieren, um nochmal zurückzukommen. Please work. Um wieder irgendwie, wir müssen ja irgendwie aus der Situation noch rauskommen. Die Frage ist nur, wie. I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. Guten Abend, Affenkaiser. Willkommen zur Let's Play Live Show. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here. Replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max, I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura, and those lucky few become my models, my subjects. Yes, you're a psychopath, and this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause für YouTube und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es bleibt spannend.